Hallo, schön, dass ihr da seid, hier wieder beim Kindergottesdienst der Lukasgemeinde. Wenn ihr euch erinnert und letzte Woche dabei wart, dann wisst ihr, wie Jesus seine ersten Jünger kennengelernt hat. Und heute gucken wir uns weiter das Leben von Jesus an. Bevor wir das machen, möchte ich noch beten. Dazu können wir alle die Augen schließen und genau. Ja, Herr, danke, dass wir hier sein dürfen. Hier, danke, dass wir Kindergottesdienst feiern dürfen. Ich möchte dich bitten, dass wir eine gute Zeit haben, dass wir über dich lernen können, dass wir dich kennenlernen dürfen. Amen. So, bevor wir über Jesus lernen, möchten wir ihm natürlich im Lobpreis begegnen und dafür bitte ich Marco nach vorne. Richtig cool, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns richtig, mit euch gleich Lobpreis zu machen. Ich hoffe, euch hat letzte Woche schon das neue Lied richtig Spaß gemacht und wir haben euch heute direkt wieder ein neues Lied mitgebracht. Und das Lied heißt Neues Leben und da geht es darum, dass Jesus derjenige ist, der uns neues Leben gibt. Und ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Und ich freue mich, dass du dabei bist, wenn wir jetzt wieder zusammen singen und zusammen tanzen. Genau, hol noch einmal tief Luft und dann legen wir direkt los. Ich bin's an die Bahn für uns. Feier mich.
Judas, hast du noch was? Gar nichts, schon seit gestern nicht mehr. Boah, hier kann wirklich keiner richtig vorplanen. Ey, Matthäus, woher soll ich das denn wissen? Leute, wir haben auch nichts. Bitte sucht euch selber was. Aber die Leute müssen was essen, Philippus. Ja, aber es ist jetzt schon zu spät und zu weit, um noch was zu holen. Und es sind 5000 Leute. Matthäus, habt ihr denn vielleicht noch irgendwas? Nö. Und Judas, du hast doch die Kasse. Schon seit gestern nichts mehr. Das Falafel-Wettessen. Ihr immer mit euren Challenges. Ja, und ihr immer mit eurer Jesus-Follower-App. Jetzt haben wir den Salat. Nee, eben nicht. Was? Ja, wir haben keinen Salat. Nix, niente. Und die Leute müssen was essen. Also, ich hätte... Jetzt nicht, du nervst. Nein, ich hätte da... Ja, jetzt nicht. Wir haben gerade Stress. Also, ich nein, hätte... Nein, wir müssen gerade das klären. Bitte unterbrich nein, uns. Nein, aber ich hätte... Schaut mal, da kommt Bart. Der sieht gar nicht gut aus. Boah. Die Hitze, ey. Jesus und die anderen haben ja wirklich stundenlang den ganzen Nachmittag wie auf dem Präsentierteller in der prallen Sonne gesessen. Präsentierteller? Dein Ernst? Kannst du mal aufhören, vom Essen zu reden? Ich hab da... Hey Bart, also, was ist denn los? Ich heiße Nathanael Bartholomäus. So viel Zeit muss sein. Also, ich sag, ja, was ich euch erzählen wollte... Also, das war nämlich so... Jetzt erzähl doch endlich, ja. Wer ist das denn? Das ist nur ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Jetzt erzähl. Okay, also was ich eigentlich erzählen wollte. Also wir waren da mit Jesus den ganzen Nachmittag. Und er hat die Kranken geheilt und für sie gebetet. Und irgendwann, wir wurden echt müde und so, ne? Und wir dann so zu Jesus, ey Jesus, die Stätte hier ist wirklich einsam. Und es ist schon spät, du musst echt mal die Leute nach Hause schicken, weil die brauchen alle noch was zu essen. Und Jesus dann so, gebt ihr ihnen zu essen. Wir? Was? Wo? Hä, woher sollen wir? Wir haben auch zu ihm gesagt, Jesus, wie wir? Wie sollen wir dir den Essen geben? Das sind 5000 Familien, die Brot brauchen. Das würde ein Vermögen kosten. Und dann Jesus so, was habt ihr? Und deswegen frage ich jetzt euch, was habt ihr? Ja, nix haben wir. Gar nichts. Also, ich habe 5 Brote und 2 Fische. Ja, siehst du, wir haben nichts. Also, sag dem Meister Bart, wir haben 5 Brote, 2 Fische, sonst haben wir nichts. Das sind aber meine. Aber würdest du den mit Jesus teilen? Mit Jesus? Na klar doch. Meister, ey. Meister, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Das sind aber meine. Ja, das sag ich ihm. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt, was der Meister da draus macht. Und ich erst... Wie sich jetzt vielleicht ganz viele von euch schon gedacht haben, geht es heute um die großartige Geschichte in der Bibel, in der Jesus 5000 Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen satt bekommt.
Und ich finde es total krass zu hören, was für Wunder Jesus getan hat. Und besonders cool in dieser Geschichte finde ich, dass er es nicht alleine gemacht hat, sondern er hat seine Jünger mit einbezogen und hat es gemeinsam mit ihnen gemacht. Und darum soll es heute gehen. Ich werde euch noch mal kurz zusammenfassen, was da genau passiert ist. Jesus fuhr auf einem Boot zu einer Fischerstadt und als er da ankam, hat eine riesen Menschenmenge auf ihn gewartet. 5000 Menschen, ihr müsst euch das mal vorstellen. Wenn wir im Gottesdienst so 300 Leute haben, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, dann ist das schon ganz schön viel, finde ich. Und jetzt stellt euch mal vor, 5000 Menschen haben da auf ihn gewartet. Und Jesus hat die Menschen gesehen, hatte Mitleid mit ihnen und hat sich Zeit für sie genommen und die Kranken geheilt. Als es dann Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, dass er sie wieder ins Dorf schicken sollte, damit sie sich dort etwas zu essen kaufen konnten, weil sie den ganzen Tag dort waren und alle langsam Hunger bekamen. Aber da war Jesus' Antwort ganz interessant. Er sagte zu den Jüngern, das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. So, und die Jünger, wie ihr auch im Theaterstück gesehen habt, waren total verwirrt und waren so, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wie um alles in der Welt sollen wir damit so viele Menschen satt bekommen? Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber in meiner Familie sind 5 Brote mal ganz schnell weg. So, und wir sind nur 5 Leute. Jetzt stellt euch mal vor, für so eine Menschenmenge. Und ja, was hat Jesus getan? Er hat diese Brote genommen und die Fische, hat es hoch zum Himmel gehalten, hat dem Herrn dafür gedankt, hat es gebrochen und an den Jüngern verteilt. Und sie haben das dann weiter an die ganzen Menschen verteilt und es hat am Ende tatsächlich gereicht. Eigentlich nicht nur das, sondern es war sogar noch was übrig. Und ich finde es schon ganz schön cool zu hören, oder? Es ist irgendwie verrückt, sich das zu überlegen. Und man kann aus dieser Geschichte ganz viel lernen. Das Erste ist, dass für Gott wirklich nichts unmöglich ist. Und egal vor welcher Herausforderung wir stehen, Gott weiß, was wir brauchen und er ist bei uns. Die Jünger waren bestimmt ziemlich überfordert am Anfang und mit dieser Situation, aber mit Jesus Hilfe haben sie es geschafft. Er hat sie nicht vor eine Herausforderung gestellt und gesagt, so los, jetzt macht mal, sondern ist mit ihnen zusammen diesen Weg gegangen, hat mit ihnen zusammen das Brot verteilt und dem Herrn dafür gedankt und es hat gereicht für alle. Und ich glaube, es gibt ganz viele Situationen auch in unserem Leben, wo wir irgendwie vor einem Problem stehen, vor irgendeiner schwierigen Situation und uns fragen, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Das ist eigentlich unmöglich. Aber die gute Nachricht ist, dass wir einen großen Gott bei uns haben, der wirklich auf uns aufpasst und der das gemeinsam mit uns machen möchte. Und da möchte ich euch meine persönliche Geschichte erzählen, wo das bei mir mal so war, dass ich in einer schwierigen Situation war und dachte, das ist eigentlich unmöglich, das zu bewältigen, aber Gott es dann möglich gemacht hat. Und zwar war ich für ein Jahr in Brasilien und habe da in verschiedenen Schulen gearbeitet, zusammen mit einem Team aus 2 weiteren Mädels. Und wir haben auch ganz viel in der Gemeindearbeit geholfen. Und wir hatten zu dritt ganz viel geplant für das ganze Jahr. Veranstaltungen, Unterrichtsstunden. Und dann, nach ein paar Monaten, ganz kurzfristig, musste eine von den beiden Mädels leider gehen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das für die anderen zwei, also für mich und die andere, ziemlich schwierig, weil wir standen dann da vor den ganzen Aufgaben, die Veranstaltungen, die wir geplant hatten und dachten, wie sollen wir das schaffen zu zweit? Und hatten kurz wirklich überlegt, Sachen zu streichen, aber wir wollten trotzdem den Menschen irgendwie helfen und mit diesen Veranstaltungen was bewirken. Und naja, und dann, was passiert ist, ist, dass wirklich Gott uns Leute an die Seite gestellt haben, die uns geholfen haben und wir haben das am Ende wirklich gut geschafft. Er hat uns nochmal extra Energie gegeben, dass wir in den nächsten Monaten alles geschafft haben, was wir machen wollten. Und ich glaube, im Alltag ist es ganz oft so, es können bei ganz kleinen Sachen sein, dass wir, oft ist es so, wir wollen irgendwie Menschen helfen, wissen, es geht irgendwem vielleicht nicht so gut, aber wir trauen uns dann vielleicht nicht und denken, ah, ob ich das schaffen kann, der Person jetzt zu helfen, ist es überhaupt möglich oder so. Oder wir haben uns irgendwie mit irgendwem gestritten und wissen eigentlich, ah, wir sollten uns vertragen, aber irgendwie ist das für uns so eine große Herausforderung und wir wissen nicht so ganz, wie wir damit umgehen sollen, aber ich will euch da Mut machen, dass Gott uns ganz viel zutraut und Gott traut uns mehr zu, als wir manchmal denken und dass wir das gemeinsam mit ihm auf jeden Fall schaffen. Also nochmal zusammengefasst, was können wir daraus lernen? Zum einen, dass für Gott wirklich nichts unmöglich ist und er jede Situation bewältigen kann und wir mit jeder schwierigen Situation zu ihm kommen können. So, jetzt werde ich nochmal zum Abschluss beten und dann geht's weiter. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns ganz viel zutraut. Ich danke dir, dass du gemeinsam mit uns Großes in der Welt machen möchtest und nicht nur Wunder einfach alleine machen möchtest, sondern mit uns einbeziehen willst. Und ja, danke, dass du so groß bist, dass du uns so sehr liebst, Herr.
und segne jetzt noch diesen Tag. Amen. Und jetzt geht's weiter mit einem coolen Video von Daniel, wie man Fladenbrot backt. Hallo Kinder, ich bin Daniel und heute habt ihr eine Geschichte gehört, wie Jesus das Brot vermehrt hat für tausende von Leuten und es war wahrscheinlich richtig lecker. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr höchstpersönlich zu Hause ein ganz leckeres Fladenbrot selber backen könnt und eure Mama oder euren Papa total damit überraschen könnt. Dafür braucht ihr erstmal ein paar Zutaten. Erstmal 270 Gramm Mehl. Ich habe hier Weizenmehl genommen. Dann braucht ihr 200 Milliliter lauwarmes Wasser. Ihr braucht ein Päckchen Hefe, das ist Trockenhefe. Vielleicht haben Mama und Papa auch einen Hefewürfel, also frische Hefe im Kühlschrank. Davon dann einfach einen halben Würfel. Ihr braucht Zucker, einen Teelöffel. Ihr braucht Salz, einen Teelöffel. Ihr braucht ein bisschen Öl. Ich habe hier Olivenöl genommen. Und dann noch Sesam. Und wenn ihr habt, das habe ich jetzt leider nicht hier, dann auch noch Schwarzkümmel. Dann wird es ganz dolle lecker. Okay, so, als erstes nehmt ihr die Hefe, öffnet das Päckchen, schüttet sie in das lauwarme Wasser rein, so. Dann nehmt ihr noch einen Teelöffel Zucker dazu, das war jetzt kein ganzer, und verrührt das Ganze. So, richtig gut verrühren. Mit einer Gabel geht es wahrscheinlich noch besser. Okay, und dann müsst ihr die Hefe erstmal ungefähr 10 Minuten ziehen lassen. Okay, also die Hefe ist jetzt 10 Minuten durchgezogen. Jetzt nehme ich das Mehl, das Salz, das ist ungefähr ein Teelöffel, gebe das hier rein, gieße die Hefe dazu, Flüssigkeit mit der Hefe. Dann nehme ich mir einen Knethaken, um das Ganze jetzt 5 Minuten durchzukneten. Wenn ihr keinen Knethaken habt, dann könnt ihr auch einen Löffel nehmen. Ihr könnt es auch mit den Händen probieren. Ich habe gehört, das soll eine ein bisschen schmierige Angelegenheit sein. Also ich knete es einfach mal mit dem Knethaken. So, der Teig ist jetzt geknetet. Und der ist jetzt so richtig schön, ja, quietschig, klebrig. Und den Teig, den nehme ich jetzt und den bereite ich hier auf dieser Form. Da habe ich noch ein bisschen Backpapier ausgelegt. Da mache ich das jetzt drauf und forme dann ein schönes Fladenbrot raus. So, der ist so richtig schön klebrig. So, und jetzt forme ich das so, wie es mir Spaß macht. Ich mache das jetzt mal ein bisschen flacher. Mein Fladenbrot. Eine wirklich klebrige Angelegenheit. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Öl in meine Hände, mache die so ein bisschen ölig. Dann kann ich das noch selber mit meinen Händen so ein bisschen ausbreiten. Das ist dann einfacher, sonst würde der Teig da festkleben. So, das sieht für mich jetzt nach einer schönen Form für das Fladenbrot aus. Ich habe jetzt den Backofen auf zwischen 35 und 40 Grad vorgeheizt und ich stelle es jetzt erstmal bei dieser niedrigen Temperatur in den Backofen und da sollte das so ungefähr 40 Minuten bei dieser schwachen Hitze, niedrigen Hitze aufgehen, der Teig. Also ich stelle es jetzt mal rein und ich sage euch danach dann nochmal genau, wie lange es bei mir gedauert hat, dass der aufgeht. Eine Ewigkeit später.
So, ich habe den Teig jetzt gerade aus dem Backofen geholt. Der war etwa 35 Minuten bei mir im Backofen. Und wie ihr seht, ist der richtig schön aufgegangen. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde noch ein kleines Muster reinmachen. Und dafür mache ich mir die Hände ein bisschen nass. Und dann mache ich hier so ein paar Linien rein. Wenn ihr vielleicht schon mal in einem türkischen Laden ein Fladenbrot euch geholt habt, dann habt ihr da auch gesehen, dass es so, wie so kleine Rechtecke sind. Mache ich dann so dieses Muster rein. Ah, der ist richtig schön aufgegangen. Das spüre ich. So, und dann nehme ich mir den Sesam und streue den so schön darüber. Genau. Verteile ich hier so. Und wie gesagt, falls ihr auch noch Schwarzkümmel habt, dann nehmt den doch auch noch, damit es richtig, richtig dolle lecker wird. Und dann werden euch die Herzen von Papa und Mama und euren Geschwistern garantiert zufliegen. So, den Backofen, den habe ich in der Zwischenzeit auf 200 Grad vorgeheizt bei Ober- und Unterhitze. Und da muss jetzt das Fladenbrot so etwa 20 Minuten rein. Ihr müsst gucken, ob es schön knusprig ist. Also vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, da muss man ein bisschen gucken. Ich schiebe meins jetzt mal in den Backofen und dann sage ich euch nachher, wenn es rausgekommen ist, wie lange es denn tatsächlich drin war. 3 Tage später. Das Fladenbrot ist jetzt fertig. Ihr seht, es ist leicht braun bei mir. Ich habe es etwa 19 Minuten im Ofen gelassen. Und an eurer Stelle würde ich das jetzt nochmal 10 Minuten vielleicht mit dem Tuch abdecken, ein bisschen abkühlen lassen. Ich habe mir als Kind schon immer gerne die Finger verbrannt. Deshalb mache ich das jetzt, fasse ich das sofort an und breche mir ein Stück davon ab, um euch mal zu zeigen, wie das jetzt aussieht. Ich nehme ein Tuch dazu. Okay, also so sieht es jetzt von innen ungefähr aus. Jetzt probiere ich mal, wie das schmeckt. Also ich schmecke Sesam, Salz, Zucker, Mehl. Richtig lecker. Aber damit ihr jetzt nicht glaubt, ich sag jetzt einfach nur, dass es so lecker schmeckt, probieren wir das mal mit einem Kind aus. Also ich breche nochmal was ab. Und hey Marie, komm mal her. Müssen wir mal ein Stück Fladen probieren. Ja, probier mal. Wie schmeckt es? Richtig lecker. Seht ihr? Es ist noch ein bisschen heiß, aber trotzdem. Das leckerste Fladenbrot der Welt. Viel Spaß damit und überrascht eure Eltern, eure Freunde damit und ihr werdet euch total beliebt machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Gottesdienst wie ich. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr noch ein paar Ideen braucht, was ihr heute machen könnt, ihr könnt Topf schlagen, ihr könnt Lego bauen. Vielleicht habt ihr auch Lust, mit euren Geschwistern oder euren Eltern eine Höhle zu bauen. Also ihr seht, heute ist noch viel möglich. Da wünsche ich euch viel Spaß und wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Halt, stopp, noch nicht ausschalten. Kleine Information, nächste Woche, Update, machen wir doch ein Zoom-Meeting zusammen. Also wir Mitarbeiter freuen uns auf euch zu sehen um 10 Uhr, wenn wir gemeinsam statt dem Kindergottesdienst Video Kindergottesdienst zusammen feiern können. Ja, also ihr kriegt einen Link über den Verteiler. Wenn ihr noch nicht dabei seid, schreibt einfach an die E-Mail-Adresse, die jetzt hier steht. Und wir freuen uns auf euch bei Zoom nächste Woche. Ciao, ciao. Aber natürlich möchtest du das Beten nicht vergessen. Und deswegen beten wir noch einmal zum Abschluss. Danke, Herr, dass wir guten Gottesdienst haben durften. Danke, dass wir über dich lernen durften. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute segnest, dass wir noch das Wochenende genießen können und dass wir dann morgen gut in die Woche starten können, dass du bei uns bist und dass wir ja jederzeit mit dir sein können, Herr. Amen. Dann einen schönen Sonntag euch.